Räuberraubzucker. Hallo, das, ja, ich muss sie erst nochmal vorstellen. Das hier ist die Erika Reppe, Beraubte des Club Oma berauben, der in ihrem Kopf noch immer existiert. Beraubte, ich habe ein paar Fragen an dich. Nein. Wir haben ja sehr viel Zeit hier verbracht und du auch mit uns. Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, was war dein schönstes Club-Ereignis? Wenn ihr immer was gebastelt hattet und es kam dann die... Man konnte sich dann alles ansehen, es kam alles Reihe auf Glied und wir konnten dann was kaufen. Die Verkaufsstelle, ja. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, die haben manchmal was verkauft, was ich sowieso bezahlt habe. Also du hast das Material oder sowas gekauft? Ja, und ja. Ihr habt ja auch dann grüne Mädel und so. Ja. Und das war dann mitunter so süß, dass wir eine Ausstellung gemacht haben. Ja. Hängt immer noch an der Wand. Können die Leute wo wir euch dann nicht mehr hatten. Also wir hatten euch ja wirklich lange, weil wir jetzt dann auch zu euch gekommen sind. Da habe ich das in mein, naja, als Erlebnis so gehandelt. Aber das war eigentlich lustig bei uns. Süße war lustig. Ja, immer. Jeden Tag hatten wir was Schönes, Lustiges. So. Okay, kleine Unterbrechung von Komiker Gerd. Einfaches Mitglied. Ah ja, hier bin ich. Ja, ich habe ein paar Fragen an dich. Und zwar brauchst du gar nicht lange überlegen. Du musst einfach nur antworten. Das ist ja schlimm. Das ist ja schon so lange her. Eine Vorführung? Also nein, es ging um die Türe und bestimmte Sachen. Damit man das hört, wenn jemand kommt. Ja, ja, genau. Und dann waren so Sachen, da musste was runterfliegen oder was und so. Das war das. Ja, das stimmt. Die, ja. Welche, sieben oder acht verschiedene Möglichkeiten. Da gab es ja auch ein Buch dazu, genau. Alles ist die Tür. Ja. Ja. Das ging eben vorwiegend darum, dass Oma uns nicht erschreckt. Ja, so war es. Auch wenn ein Bändel unten schliff. Ein Blindbändel. Ja, ja. Das kann man auch in unserem Film gut sehen, da kommt das nämlich auch drin vor. Das die Blindbändel. Das muss man ja auch erstmal sagen. Ne? Man wird bestohlen und sagt im Endeffekt, es ist lustig. Also das ist ja auch so das Prinzip eines Räuberclubs, eines legalen Räuberclubs, muss man dazu sagen. Dass es der Beraubten noch wirklich Spaß macht. Ja, was denkst du denn? Du bist ja auch an deinen Aufgaben so gewachsen. Ne? Was war denn eigentlich so deine Hauptaufgabe? Als Beraubter, also so im Club. Naja, ich musste auch mitunter was erfinden. Ich muss sagen, eigentlich hatte ich ja nicht viel zu sagen. Ich war ja nur drittes Mitglied oder wie das hieß oder unter anderem. Genau, das einfach. Aber ich habe versucht, vor allen Dingen mit der Marie, wenn die manchmal, ja, da gab es Zeiten, war die allein. Und dann habe ich immer wir verschiedene Bücher und Zeitschriften genommen und haben dann dort versucht, Tiere oder Pflanzen nachzumalen, nicht zu zeichnen, sondern zu malen und schön bunt zu machen. Und dann konnte sie es auch, ich konnte es manchmal auch nicht richtig, aber es hat so geklappt. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch eine gute Kiste. Hier sind so ein paar Sachen drin aus dem Club. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, woran denkst du, wenn du das hier siehst, diese Clubzeitungen aus vielen verschiedenen Jahren? Das war ganz niedlich und dann wurde ja schon, wenn ihr früh gekommen seid, dann haben wir uns ja schon irgendwas ausgedacht gehabt. Da habe ich doch auch mal einen Artikel gemacht. Ja, in die Zeitung, da kriegte ich doch ein Thema. Oder musste ich das selber vorschlagen und die Clubleitung hat es dann bestätigt oder nicht? Ja. Richtig, das haben wir immer alle zusammen gemacht. Ja. Frohe Gestaltung zu allen Jahreszeiten und noch mehr Festen. So, ich habe gesagt, ich soll was testen. Ihr wollt was testen. Hier sind so viele Ideen drin, nachdem wir dann unser Clubzimmer zu allen Jahreszeiten gestaltet haben. Ja. Papierschmetterlinge, Ostereier. Ja, wir haben wirklich schöne Sachen. Weihnachtshampelmann. Ja. Und hier ist ein Heft. Kannst du eigentlich froh sein, dass du nicht hier drin auftauchst. Oh, denn das ist das Notenheft für alle Clubmitglieder.
Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt weißt, was hier für Noten drin stehen. Weil hier steht. Also auch, keine Musik, keine Noten, nee. Sondern doch, ich hatte eine ganz schön schlechte Note gekriegt. Ja. Und gab es da nie auch noch eine verbale, also was? Eine mündliche. Wo dann noch steht. Ja. Opa kann sich doch ziemlich gut daran erinnern. Das ist so süß, Opa. Das gibt ja auch. Und was ist denn hier hinten? Weiß ich, wenn du das siehst, ja. Was ist denn das hier? Und oh, die musikalische Entwicklung. Und da fing es schon an, ja. Über das Leben. Da würden wir kurz schweben. Es war schon später. Fortschritte mit eigener Band. Ihr habt ja dann auch bei Zeiten unter im Keller was aufgebaut und habt gesungen. Das haben wir im Rahmen des Films getan, die Bandprobe, genau, richtig. Hier fing es an mit den Bandproben. Freiwohn, Sommerkonzert. Aber ich hab das ja, genau. Clubmeisterschaft im Schach. Genau. Ah, was war das dann immer? Turmrollen und sowas am Anfang. Kulon. Das hatte Marie damals erfunden. Ja, ne? Ja, Turmrollen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ganz schön noch Quatsch, aber es war niedlich, ne? Und außerdem wollte ich ja euch wirklich ausreißen. Ach, du wolltest wirklich weg, nicht wahr? Ich wollte richtig weg. Ja, das aber stimmt. ich wusste nicht, wie der Weg war. Was ist mit dir los? Wo willst du denn hin? Nein, ich wollte es euch eigentlich nicht sagen, aber es geht nichts mehr in unserem Haus. Irgendjemand wühlt hier rum. Ich kann das nicht mehr. Ich gehe fort und so weit, wie es geht. Und ich sage euch erstmal nicht, wohin. Ja, es wäre so schade gewesen, dann wärst du nämlich jetzt nicht mehr hier. Und es war alles ganz niedlich. Und man konnte es anderen Leuten auch zeigen. Genau, man konnte es anderen Leuten zeigen und das machen wir auch heute. Das war der erste kleine Beitrag. Und beim nächsten Mal werden diese beiden Leute hier, diese beiden Clubmitglieder, in unserem neuen Clubzimmer sein. Dort singen. Möchtest du dort auch was einsingen, Opa? Ja. Okay. Wir können ja irgendwie so ein Clublied machen oder so. Und dann singt da jeder von euch auch noch was ein und wir nehmen das dann mit Instrumenten richtig auf. Sprichwort des Tages. Ja? Leg dich nieder, Vater.